Folge 039 Interview mit Kirsten Repp. Willkommen zu meinem Podcast Bist du glücklich? Sei achtsam. Inspirationen, Impulse und Achtsamkeitsübungen für den Unternehmer von heute, den Machertypen. Für mehr Lebensqualität, Zeit, Geld und Wohlbefinden, innere Zufriedenheit und Glück. Mein Name ist Iris Günicker, ich bin Expertin für Achtsamkeit. Und einfach sich wieder Zeit nimmt für sich, das sind so kleine Sachen, und dann einfach wieder bewusst Sachen zu machen. Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Interview. Ich habe die Kirsten Repp bei mir und Kirsten wird sich gleich einmal kurz selber vorstellen. Wie gesagt, mein Name ist Kirsten Repp. Ich bin beruflich ganzheitliche Vermögens- und Finanzberaterin. Das bedeutet, dass ich wirklich durch meine Ausbildung alle Bereiche der Finanzberatung abdecke. Auf der anderen Seite bin ich aber auch noch Mutter von 3 Töchtern, die mittlerweile ich versuche in das Erwachsenenleben freizulassen. Und auf der anderen Seite habe ich gerade ein Buch, was verlegt wird, wo ich mich ganz intensiv mit dem Mensch oder mit unserem Bewusstsein auseinandergesetzt habe, wo ich mir überlegt habe, warum tickt der Mensch so, wie er einfach tickt, mit seinen ganzen Besonderheiten. Und das habe ich versucht, in ganz einfachen Worten für jeden verständlich zu kommunizieren in meinem Buch. Das erstmal so zu meiner Person. Und ich bin 53 Jahre alt, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Also eine reife, erfahrene Frau, die uns einiges erzählen kann heute. Ja, worüber möchtest du vielleicht einleitend noch sprechen? Du hast deine Familie erwähnt gehabt, als wir Vorgespräch geführt haben. Ja. Yeah. Also bei meiner Familie ist es halt, die haben halt, ich weiß nicht, dass wer Familie hat oder wer Mutter selber ist und hat Kinder, und da weiß man, dass die Kinder einem immer den Spiegel hochhalten. Da werden einem immer so Wesenszüge gezeigt, die man an sich, an seiner eigenen Persönlichkeit nicht wirklich so mag. Und dann triggern die einen so immer wieder und immer wieder, halten sie einem den Spiegel hoch, und dann kriegt man so ein komisches Brauchkrummeln bei den ganzen Geschichten, und dann, bis man dann einfach die Botschaft verstanden hat, die einem da gezeigt wird, was man in sich selber verändern darf. Spannend. Was war das zum Beispiel? Verrätst du uns da ein Geheimnis? Also die älteste Tochter, die ist in 92 geboren. Und da bin ich aus dem aktiven Berufsleben. Damals hatte ich eine Stabsstelle zur Geschäftsleitung im Personalwesen, im Mittelstandsunternehmen. Und da bin ich von jetzt auf gleich, also nach der Geburt sind wir nach Westfalen gezogen, weil mein Mann sich beruflich verändert hatte. Und da bin ich so von einem Fulltime-Job, von jetzt auf gleich ins Mutterdasein gewechselt. Also das heißt ja, normalerweise reicht das ja schon, wenn man berufstätig war und bekommt ein Baby, weil dann dreht sich ja plötzlich der ganze Tag nur noch um den kleinen Mensch, und der Mensch gibt den Rhythmus vor. Und dann war auch noch der Wohnungswechsel, und wenn man so mal zurückschaut, 1992 gab es noch keine Handys in dem Sinne, wie wir sie heute kennen. Und dann sind wir auch noch in den Neubau eingezogen, da gab es nicht mal ein Telefon. Und dann war ich von jetzt auf gleich auf den Mensch, meine Tochter, nur noch fixiert. Mein Mann ist morgens aus dem Haus und kam abends zurück und war dann auch entnervt. Und ich hatte keine Ansprechpartner mehr um mich herum, wo ich ja den ganzen Tag irgendwo gefordert war. Und da habe ich für mich, so für mein Leben, so was kreiert. Also ich brauche den Kontakt zu Menschen, und ich möchte immer wieder irgendwo neuen Herausforderungen entgegentreten und möchte das absolut nicht. Also das hat mich nicht erfüllt. Ich habe natürlich ganz viel Zeit mit meiner Tochter verbracht. Das war auch noch ein Sonnenschein. Die war sowas zufrieden. Die hat nur geschlafen. Die ist nur wach geworden, wenn sie Hunger hatte und wenn die Pampers voll war. Ansonsten hat das Kind nur geschlafen, und dann habe ich ihr vorgelesen, und die Zeit, die ich dann hatte, das war so kurz, wo die meine Aufmerksamkeit nur brauchte. Dann habe ich gemerkt, das ist absolut nichts für mich. Und nach einem Jahr bin ich dann auch wieder arbeiten gegangen. Wir sind aber dann auch beruflich wieder zurück nach Laubach gezogen. Also wir waren damals in Westfalen. Und da hatte ich natürlich dann das Glück, dass ich dann auch Omas wieder am Ort hatte, dass ich nach einem Jahr wieder arbeiten gehen durfte.
weil ich wäre verrückt geworden. Mich hat die Fliege an der Wand gejuckt. Also das ist so, wenn man auch sehr viel Energie und Kraft in seine Ausbildung gesetzt hat, dann will man das auch nicht irgendwo ja, eintrocknen lassen und möchte einfach das auch leben können. Und das geht aber nur, wenn man wirklich Familie im Hintergrund hat, die einen dann auch unterstützt. Weil wenn man dann als Mutti alleine ist, wird das sehr schwer in unserer aktuellen Gesellschaft. Hört sich auch so an, als wärst du ein Machertyp. Ja. Ich bin auch einer, deswegen kann ich das nachvollziehen. Das ist halt so, das ist natürlich das Thema dann auch, wenn man so ein Machertyp ist, hat man manchmal auch Probleme, warum ticken andere Leute, machen das nicht so wie man selber, wenn man auch, mir fällt es einfach leicht, Sachen zu organisieren. Und es gibt halt Menschen, die können das einfach nicht so. Und das darf man dann auch lernen, dass andere Menschen andere Qualitäten haben und dass man die dann auch in der Form annimmt, wie der Mensch einem entgegentritt. Ganz wichtiges Thema, ja. Sehr schön, Kirsten. Wie lange machst du denn das schon, was du heute tust? Also in der Finanzdienstleistungsbranche bin ich, wie gesagt, nach meiner Tochter eingestiegen und das ist 1993 gewesen. Und dann war ich 10 Jahre im Angestelltenbereich und habe mich dann 2003 selbstständig gemacht. Ist ja auch schon eine ganze Zeit, ne? Über, ja, 13 Jahre jetzt schon. Ja, es ist auch in dem Bereich ist ja sehr viel Turbulenz in den letzten Jahren unterwegs und es wird immer interessanter, weil ich sag mal, ich bin halt ein hochspiritueller Mensch auf der einen Seite und dann bin ich in dem Finanzwesen unterwegs, was Spannend. Außenstehende dann oft sagen, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Und dann hatte ich am Anfang, wo ich mich dann tief in den spirituellen Weg reinbegeben habe, habe ich gesagt, ja, irgendwie verstehe ich das mit mir selber nicht so ganz, bis ich dann für mich erkannt habe, doch, weil die Gesellschaftsprobleme, die wir aktuell haben, gesteuert sind über unser Geldsystem. Ja, ich habe es in deinen Beschreibungen auch gelesen. Ist Ja. ganz spannend, aber da wirst du uns bestimmt gleich noch ein bisschen mehr von erzählen, denke ich. Ist Ja, ja auch und so. eine spannende Kombination, ne? Ja. Spiritualität und Geld. Ja, Geld ist ja eine Energie und Energie darf fließen. Und das ist in unserem aktuellen Geldsystem durch den Zinseszins einmal, den wir im Sparbereich hatten, der ja jetzt schon mehr oder weniger gegen Null oder minus Null ist. Und auf der anderen Seite, wenn ich halt Gelder benötige, dass ich dann halt auch Zinsen zahlen muss, wenn ich mir Geld leihen muss. Und die waren ja in der Vergangenheit, waren die ja teilweise auch schon sehr hoch gewesen. Dass ich das ja durch den Zinseszins ist ja das passiert, was wir heute alle erleben. Das ist praktisch, das Geld wird ja aus einem Nichts rausgeschöpft und das ist einfach, dadurch entsteht ein Schuldgefühl in dem Menschen, weil der Zins in keinster Weise in irgendeiner Form geschöpft wird. Also den gibt es überhaupt als realen Wert, gibt es nicht. Also wenn die Menschheit heute alle ihre Schulden zurückzahlt, bleibt der Zins, den kann man nicht zurückzahlen, weil den gibt es einfach nicht. Also wir zahlen zwar Zinsen, wenn man Darlehen nehmen bei der Bank, aber wir zahlen dann Gelder zurück, das, was überhaupt nie in irgendeiner Weise geschöpft worden ist. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, aber wir wollen nicht zu sehr das Geldthema Ja, nee. einsteigen. Als Laie fällt das vielleicht schwerer nachzuvollziehen. Wir haben ja heute andere Themen hier und ich. Frag mich einfach noch Ja, mal dazu. genau. Ich frage dich einfach noch, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Dann kannst du es vielleicht nochmal für uns Laien erklären. Du hattest etwas angesprochen, und zwar, dass du nach der Wahrheit seit deiner Geburt suchst. Das macht mich eher neugierig. Kennst du uns da was zu erzählen? Ja, also ich habe als Kleinkind immer schon gewisse Wahrnehmungen gehabt und habe das dann aber irgendwann mal abgeschaltet, weil mich dann keiner so wirklich verstanden hat. Und wenn die mich dann nicht verstanden haben, dann bin ich richtig zornig geworden. Aber das habe ich mir dann immer selber geschadet und dann habe ich das irgendwann abgeschaltet. Und das kam dann wieder so mit meinem 30. Lebensjahr, dass ich dann wieder intensiver nachgefragt habe. Da war doch was und dann ist durch die Schulzeit hatte ich mir zwei Bilder abgespeichert.
Und die haben mich dann irgendwann immer wieder angetrieben. Das waren einmal Bilder aus dem Geografieunterricht. Da war der Rhein abgebildet in einem Geschichtsbuch und da waren durch die Umweltverschmutzung schwammen da die Fische mit dem Bauch nach oben. Also die waren einfach tot gewesen. Und dann war es im Geschichtsbereich, waren es die Pyramiden in Ägypten. Und dann war so das, was wir hier erzählt bekommen, da wird sehr viel Wissen einfach nicht kommunizieren, einfach weil die Menschen es nicht wissen. Da gibt es mehr. Und das waren so die zwei Punkte, die mich einfach immer angetrieben haben. Einfach, dass wir ja alle von der Natur leben und dass wir ja normalerweise im Einklang mit der Natur leben sollten. Und dann habe ich mir dann so als junges Mädchen, ich muss so zwischen 13 und 14 Jahre alt gewesen sein, wo ich die Bilder da im Geografieunterricht gesehen hatte, dann habe das dann hinterfragt, wenn wir so mit unserer Umwelt umgehen, dann will ich irgendwann mal gar keine Familie gründen und Kinder in die Welt setzen, weil die haben ja gar keine Basis zum Leben. Das war so meine Fragezeichen. Und dann irgendwann habe ich dann gedacht, nee, dann muss ich ja vielleicht aktiv mitwirken, dass wir irgendwas für die Zukunft verändern. Und da ich jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit habe, jetzt da in die Firmen einzuwirken, habe ich gesagt, dann muss ich ja vielleicht einen anderen Weg geben, einzuwirken. Und dann bin ich so mehr auf den Weg gekommen. Da müsste ich ja erstmal an mir was verändern, an meinem eigenen, an meinem persönlichen Verhalten, dass ich halt meine Gedanken auch anders da ausrichte, mein Bewusstsein anders ausrichte. Und so bin ich an die Sache rangegangen und dass ich einfach an mir angefangen habe zu gucken, was kann ich persönlich verändern, wie kann ich mich mit meinem Verhalten ändern und wie kann ich dann auch durch mein Bewusstsein, durch meine Worte, durch meine Taten, durch meine Gedanken, wie kann ich da auch positiv auf unsere Gesellschaft einwirken? Und das ist ein permanenter Entwicklungsprozess. Das hast du sehr schön zusammengefasst, Kirsten. Da kann ich das auch nur bestätigen. Ja. Also ich stelle auch wieder immer fest in meiner Arbeit, dass eigentlich nur das natürliche Gleichgewicht fehlt, ne? Und dass, Ja. warum wir Menschen auch immer gegen die Natur arbeiten wollen, ja, könnte man darüber philosophieren, warum, wieso, weshalb. Aber du hast es sehr schön auf den Punkt gebracht. Das finde ich auch ganz wichtig. Vor allem, was du gesagt hast, dass jeder bei sich selbst anfangen kann, etwas zu verändern, ja, und auch etwas beizutragen. Ne? Oft sagen wir einfach, zeigen mit den Fingern auf andere, aber jeder kann einen Beitrag leisten, da bin ich auch der Meinung. Und wenn alle das ein Stück weit tun, wird sich auch gewaltig etwas verändern. Ne? Es sind leider noch zu wenige. Es werden immer mehr, weil die Leute sich immer mehr fragen, irgendwas ist hier total aus dem Ruder gelaufen. Und ich sage mal, in jedem Gespräch, egal in welchem Bereich das ist, auch hier in meinem Büro, ich setze immer Ankerpunkte bei den Menschen, dass sie dann einfach anfangen zu denken und auch was an ihrem eigenen Verhalten verändern. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man das nicht, dass man in jedem Gespräch irgendwo mit jemandem eine Information gibt. Man muss sich halt immer dann auch auf den Menschen einlassen und sagen, also es ist, bei mir ist es halt, ich habe da halt eine Gabe, dass ich mich ganz schnell auf den Menschen einstellen kann. Und dann weiß ich genau, das kann ich jetzt bei ihm sagen, das kommt an. Und bei anderen Menschen ist es was ganz anderes. Ich sage immer so einen ganz einfachen Spruch: Ich hole den Menschen, der in mir oder bei mir ist, an der Bushaltestelle ab, wo er gerade steht. Sehr schönes Bild, ja. Ja. Was sind denn deine wichtigen Werte für dich, nach denen du lebst? Mein wichtigster Wert ist, dass ich nach der goldenen Regel lebe. Die goldene Regel ist für mich so, dass ich mein Gegenüber so behandle, wie ich mir wünsche, dass ich auch von meinem Gegenüber behandelt werde. Und was ich da immer noch so, was dazugehört für mich, ich kann nur wachsen, wenn meine Partner, die um mich rum sind, also sei es Geschäftspartner oder im privaten Umfeld, wenn ich die Menschen so, also denen so viel gebe, dass sie wachsen können, weil nur dann kann ich auch wachsen. Ja, sich gegenseitig das ehrliche Feedback auch zu geben, das. Ja, also auch selber Kritik anzunehmen und also wirklich ja, offene Gespräche führen und auch selber kritikfähig zu sein, einfach respektvoll miteinander umzugehen. Und dann halt auch immer so, das hört sich vielleicht für viele jetzt komisch an, aber da ist so mit dem Herzen kommunizieren, über die Liebe im Herzen. Das ist dann.
Ich habe das halt in meinem Beruf auch oftmals, dass ich halt Leute mit einem hochroten Kopf vor mir stehen. Und wenn man denen dann ganz liebevoll entgegentritt, fahren die auch runter und man kann wieder ganz normale Gespräche mit ihnen führen. Ja, wie so das Sprichwort auch sagt, wie es in den Wald hineinschaltet, schallt es heraus. Ne? Das vergessen wir so häufig. Ja? Dass wenn jemand in Anführungsstrichen nicht so schön mit mir umgeht oder vielleicht aggressiv reagiert, vielleicht hat es auch etwas mit mir zu tun. Ne? Auch bei mir selbst einmal hinzuschauen. Oder wie ein anderer Kollege letztens sagte im Interview, auch ehrlich sich selbst gegenüber zu sein. Wenn Ja. ich Ehrlichkeit von dem anderen erwarte. Ne? Ja. Ist auch, manchmal ist es einfach auch nur, das teste ich dann auch immer aus, weil ich mir manchmal so ein richtiges Spielchen traue, wenn ich einkaufen gehe und so auf so eine Einkaufszeile und beobachte dann die Menschen und lächle denen einfach nur freundlich entgegen. Da passiert ganz viel in dem Moment. Oder wenn ich in ein Geschäft reingehe und dann einfach generell immer freundlich, also das kommt aber, das ist nichts Gespieltes, sondern das kommt aus mir raus, weil ich ja selber so behandelt werden möchte. Und dann auch einfach nur aus dem Herzen raus den Menschen anstrahlen. Und dann ist so die ganze Spannung, ist dann einfach weg. Und die sind einfach dankbar, die sind sehr freundlich, weil, sag mal, wenn ich in den Bäckerladen reingehe und denen einfach freundlich entgegentreten mit so einem Lächeln auf den Lippen, dann werde ich einfach auch vorzüglich behandelt. Ja, richtig, vor allem, weil es, glaube ich, auch immer seltener wird bei uns in der Gesellschaft, ne? Also wirklich auch freudvoll und offen und liebevoll auch mit anderen Menschen Ja. umzugehen, weil wir einfach zu gestresst sind oft, ne? Im Ja, Tages-, im weil wir, Alltag. ja, das ist ja so, weil wir uns stressen lassen. Genau, richtig. Und stressen lassen. Das ist ja, wir sind ja einfach durch unsere Medienteilchen, da die Handys und was nicht alles, sind wir ja auch rund um die Uhr und überall erreichbar. Und ich Und sehe das abgelenkt. bei meinen Kittys, die legen ja ganz selten die Teile zur Seite. Ich vergesse das schon mal irgendwo, mir ist das nicht so wichtig. Du hast ja gesagt, auf der Überholspur, das kennst du eigentlich nicht so, aber du wolltest trotzdem auf einem anderen Weg mal auf meine Frage eingehen. Ich hatte also Überholspur, ich habe mich nicht so auf der Überholspur gefühlt, weil ich alles in Frage stelle. Also das war ja so mit den Bildern, die ich eben schon mal gesagt hatte, mit dem Geografieunterricht und mit den Pyramiden. Und dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte die Sachen verstehen und habe dann halt einfach Fragen gestellt. Und durch die Fragestellung, ich habe dann auch, dass die Fragen, das war so mehr auch manchmal so ein Zwiegespräch mit mir selber gar nicht, dass ich die mit anderen Leuten irgendwo, dass ich da Fragen gestellt habe. Und ich habe nur gewisse Sachen einfach nicht verstanden. Und da bin ich dann so in mich rein und dann habe ich irgendwo dann, also es ist schon eine ganze Zeit her und dann habe ich dann so, aber eine Stimme in mir gehört. Also man kennt das so, dass so der Kopf dann irgendwo so die Gedanken, so bla 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 bla, jetzt musst du dies und jenes noch machen. Aber nee, da war was anderes, da war was, eine ganz zarte Stimme im Hintergrund, die mir dann angefangen hat, mit mir zu kommunizieren. Und das ist dann auch das, was ich versucht hatte zu sagen, das Strahlen über oder das Sprechen mit dem Herz. Das ist so, wir haben alle das göttliche Licht, jeder trägt das in sich. Und das ist so, in unserer Gesellschaft wird durch die Religion oder durch die unterschiedlichen Religionen wird so unser göttliches Bewusstsein in eine ganz falsche Ecke gestellt, weil in jedem von uns, wir sind ein Teil vom großen Ganzen und das dürfen wir alle wieder für uns wahrnehmen. Dass wir hatten es eben auch schon mal angesprochen, nicht gegen die Naturgesetze leben und handeln können. Das holt uns ein und das dürfen wir, also wenn wir irgendwann mal anfangen, auf die innere Stimme in uns, auf das Göttliche, auf das Christusbewusstsein zu hören, dann wird alles viel, viel einfacher. Und das ist so ein ganz kleines Lichtchen, was so in jedem Menschen schlummert. Also ich vermute, dass es im ganzen Menschen irgendwo schlummert, sonst zieht sich vielleicht ganz klein zurück. Und wenn ich es entdecke und wenn ich die kleine zarte Stimme zum Sprechen auffordere und dann spricht sie auch mit mir und das kann zu einer richtig lodernden Flamme werden und ich habe da ganz tolle persönliche Erlebnisse gehabt in der Vergangenheit. Wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen, als du diesen Weg gegangen bist? Also weg von rein Finanzen, sondern auch die Verbindung mit der Spiritualität.
Naja, am Anfang haben das ja wenige im Außen mitbekommen. Wer das halt so intensivst miterlebt hat, war natürlich mein Mann. Und der war da zwischendurch mal, ist ja fast schon in Angstszenarien verfallen, weil er gedacht hat, jetzt driftet's ab, jetzt geht's in eine Sekte rein. Also der konnte mich in der Zwischenzeit überhaupt nicht verstehen. Hat auch zwischendurch immer noch mal so seine Sachen, wo er mir nicht ganz folgen kann, weil dass er dann einfach, er will, dass ich sich da nicht eingestehen und hinterfragt dann gewisse Dinge einfach nicht und interpretiert da irgendwas rein, was ich so in der Form gar nicht gemeint habe. Und da muss ich ihn dann immer wieder mal auffordern, Fragen zu stellen, wenn ich mich vielleicht zu, ja, abgespaced ausdrücke, wo er mir dann einfach nicht folgen kann. Weil er ist dann schon sehr stolz auf mich, aber er ist so ein Mensch, der ist so in einer alten Struktur groß geworden, wo man über gewisse Dinge einfach nicht gesprochen hat. Und er kann dann einfach das ist mal stolz oder dass er das toll findet, mir gegenüber nicht oft gar nicht zeigen. Das kann dann eher mal sein, dass ich dann eher mal schnippig behandelt werde, weil er da persönlich gar nicht mit zurechtkommt. Aber ich denke, wir arbeiten dran. Das kann ja auch eine Herausforderung sein, ne? Wenn ich mal einen anderen Blickwinkel in Anführungsstriche einnehmen muss, den ich gar nicht so kenne oder auch nie gelernt habe, ja, Ja. einzunehmen, ne? Es ist halt auch für mich eine Herausforderung, immer wieder dann in meiner Mitte zu bleiben, in meiner Harmonie und mich dann durch solche Sachen nicht ja, vom Weg abzubringen und mich immer wieder zurückzuholen und zu sagen, okay, dann musst du halt auch nochmal einen Schritt zurückgehen und musst den wieder mitnehmen. Gab es denn einen bestimmten Auslöser, dass du da in die Richtung gegangen bist? Außer den Bezug, den du in der Kindheit schon gehabt hattest. Wann kam das und was hat es dazu geführt? Das war eine Situation, ich kann es so richtig nachvollziehen, kann ich es eigentlich gar nicht mehr, aber das war so eine tiefe Traurigkeit. Ich war, sag mal, war glücklich, ich hatte gesunde Kinder, meine Kinder waren wirklich lauter Sonnenscheine, mein Mann liebevoll, ich bin zu Hause in der liebevollen Umgebung groß geworden, aber trotzdem hatte ich so eine ganz tiefe Traurigkeit in mir. Das ist so, vielleicht kann man das verstehen, wenn ich habe es in meinem Buch auch so beschrieben, wie der Käse, der unter der Käseglocke gehalten wird, da ist irgendwie so ein Schutzschirm drumrum. Und das durfte ich für mich erkennen und das hat sich erst aufgelöst, nachdem ich wirklich in die direkte Kommunikation mit meinem direkten Draht mit dem göttlichen Bewusstsein gegangen bin. Dann hat sich erst diese Käseglocke gelüftet und dass ich auch die innere Traurigkeit hat sich dann aufgelöst, dass ich den Weg für mich gefunden habe. Aber so mit dem Zeitfenster kann ich das eigentlich gar nicht richtig benennen. Hört sich für mich auch so an, als hättest du ein Stück weit in deinem Leben diesen Anteil auch unterdrückt. Das wird für mich das Bild mit der Käseglocke auch erklären. War das so? Also und also ich habe ja irgendwann als Kind habe ich ja dann, ich habe ja gesagt, ich habe ja Wahrnehmungen gehabt, die andere nicht hatten und habe das irgendwann zugemacht für mich, weil ich zu viel Stress damit bekommen habe. Und das kann schon sein, dass ich das einfach weggedrückt habe und dann durch das Wegdrücken dann halt so ein Schutzschild dann einfach, das kann ich nicht begreifen, weil ich es nicht sehen und anfassen kann. Ich kann es einfach mit meinen 5 Sinnen nicht wahrnehmen, also darf es das nicht geben, also dann ist es nicht so. Und bis ich den Weg wieder zu mir gefunden habe, dass es halt mehr zwischen Himmel und Erde gibt, was man einfach mit unserem normalen Verstand nicht begreifen kann. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Unser Verstand kann ja nur einen Teil begreifen, dass wir einen Zugang eigentlich zu unserer Intuition, zum Herzen und unserer Kreativität auch haben dürfen. Das geht bei uns ja in der westlichen Welt auch total verloren, leider. Ja, und ich bin, wie gesagt, ich bin hochsensibel und das sind einfach Sachen, ich hab so viele Wahrnehmungen, für mich ist das selbstverständlich und ich frage mich dann immer, das zu verstehen, dass andere das nicht wahrnehmen, das muss man erst mal lernen. Das stimmt, ja. Wie hat sich dein Weg dann entwickelt? Kannst du uns was dazu sagen, welchen Weg du dann gegangen bist? Ich habe halt unterschiedliche Ausbildungen gemacht. Also ich habe dann halt den Weg so für mich gesucht. Ich habe einmal über
eine gute Bekannte, die auch Ärztin ist, habe ich eine Reiki-Meister-Ausbildung gemacht. Dann habe ich Aura-Technik, Aura-Chirurgie auch bei einer ehemaligen Ärztin gelernt und habe da auch in der Lehrerausbildung dann mit dem Arzt zusammengearbeitet. Und da ging es dann immer so um Mikrokosmos, Makrokosmos. Und dann war so immer die Frage, ja, natürlich weiß ich, was ein Mikrokosmos und was ein Makrokosmos ist, aber ich verstehe die Zusammenhänge mit dem geistigen Heilen nicht. Und da bin ich einfach dann durch die Recherchen dann für mein Buch und das Erarbeiten über Jahre, also es hat lange gedauert, einfach dann, dass ich die Natur beobachtet habe und dann, dass ich dann einfach auch berichtet über Quantenphysik und wie das alles so über die Quanten und die Verschränkung der Quanten und wie das so funktioniert und dann über Mitochondrien und habe da ganz viel gelesen und getan und dann wurde das mir erst bewusst, ja, dass wir alle eins sind, das ist aber auch der Titel von dem Buch, was ich geschrieben habe. Vielleicht male ich mal ein Bild, dann ist es vielleicht für die Zuhörer besser verständlich. Wenn ich einmal den Wassertropfen habe, dann ist das, wenn ich den so nur in den See oder ins Meer reintropfen lasse, dann ist der Wassertropfen erstmal der Wassertropfen, aber ist er in das Meer reingetropft, ist es ein Teil vom großen Ganzen und ich kann den Tropfen an sich nicht mehr wahrnehmen. Und so ist es mit unserem menschlichen Bewusstsein auch. Wir sind für uns alleine sind wir irgendwo verstehbar. Aber wir können es nicht verstehen, dass wir alle mit unseren Worten und mit unseren Gedanken alle miteinander in irgendeiner Form über die Matrix verbunden sind. Oder ja, Matrix ist vielleicht in dem Begriff, also der Begriff, der das vielleicht am ehesten abbildet. Und dass wir mit unseren Worten und mit unseren Gedanken immer unmittelbar darauf einwirken. Und ich habe immer versucht, wie kann ich jetzt Gedanken oder Geist oder alles das, was ich denke, erklären. Und ich sage dann immer, Geist ist geronnene Materie. Das ist, weil es sind halt so viele Sachen, fällt einem so schwer dann, weil wenn man das selber nicht erlebt hat oder gewisse Dinge nicht, noch nicht empfunden hat, weil das sind einfach Sachen, die kann man mit dem Verstand, also mit den normalen 5 Sinnen nicht wahrnehmen, weil das sind Emotionen, Gefühle, das muss man so mit allem wahrnehmen. Deshalb ist es oftmals so schwer zu erklären. Ja, aber mit unserem 6. Sinn können wir es wahrnehmen. Wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir es zulassen, denke ich. Den 6. Sinn, ja. Also ein einfaches Beispiel dazu ist ja dann auch, wenn ich jetzt an meinen Mann oder an eine Freundin denke, müsste ich den mal anrufen, das haben viele schon erlebt und plötzlich klingelt das Telefon und die betroffene Person ist dann am Telefon. Das sind eigentlich so typische Sachen, wo man merkt, da ist ja doch irgendwas. Das ist doch eine Verbindung, ne, die wir uns auf analytisch nicht erklären können. Also es ist natürlich auch so, sag ich mal, ich kann natürlich nur in direkten Kontakt, wenn ich auch eine Beziehung irgendwo, eine emotionale Beziehung zu einer Person habe. Also wenn ich jetzt keine Person kenne und dann trete ich natürlich nicht in eine direkte Kommunikation, also über mentale Kommunikation. Also das ist mir jetzt noch nicht so wirklich genug. Wenn du dein Leben vorher und heute vergleichst, was hat sich da geändert? Also normalerweise alles, weil die Wahrnehmung eine ganz andere ist. Also erstmal bin ich innerlich nicht mehr, fühle ich die Traurigkeit nicht mehr, ich fühle mich glücklich innerlich und ich kann das Glück, das kann man mit keinem Wert dieser Welt beschreiben. Das ist einfach eine innere Zufriedenheit. Sag ich mal, wenn ich jetzt einen Riesenberg, wenn ich wie Donald Duck da in so einem Goldbunker sitzen würde, wäre ich nicht glücklicher, wie ich jetzt bin. Sag mal, ich bin keine arme Frau, aber ich bin auch keine reiche Frau, was Geld betrifft. Uns geht es gut, aber ich bin in mir glücklich. Und ich denke, das ist so das Größte, das kann ich mit keinem Geld dieser Welt kann ich das kaufen, weil das in mir ist. Ich weiß nicht, das muss man einfach fühlen. Das ist so eine Zufriedenheit. Ja, da hast du recht. Das kann ich auch so bestätigen. Diese innere Zufriedenheit, dieses innere Glücksgefühl, ne? Glücklich sein und nicht Glück haben, drücke ich es mal so aus. Du hast mir auch von 3 wichtigen Tipps erzählt, die du unseren Hörern mit auf den Weg geben kannst. Und die finde ich auch sehr schön. Kannst du uns da mal informieren, was du empfehlen würdest? Jetzt weiß ich nicht genau, auf welche Tipps du ansprichst. Ja, du hattest zum Beispiel gesagt, jeder Einzelne darf anfangen, die Fehler für Misserfolge in seinem Leben bei sich selbst zu suchen.
Das war einer Ja, der das ist, Tipps. ja, das ist so, das ist ja, geht ja so ein bisschen in die Spiegelgesetze rein, sag ich mal, wenn mir irgendwas Negatives passiert, dann hat es ja immer was mit mir zu tun. Und dass ich dann erstmal gucke, warum ist es mir jetzt zugestoßen? Was hat es mit mir zu tun? Was ist es vielleicht für eine alte Prägung? Also oftmals ist es dann so, dass man als Kind irgendwas erlebt hat und das mit einer falschen Emotion auf seiner, ich sage dann immer Unterbewusstsein, auf seiner Festplatte abgespeichert hat. Und dass man dann einfach als erwachsener Mensch sagt, ich bin ja jetzt erwachsen, ich kann ja als erwachsener Mensch auf gewisse Lebenssituationen ganz anders da reagieren und dass ich das für mich selber wahrnehme und dann auch, sag ich mal, das alte Programm, was da irgendwo auf meiner Festplatte gespeichert ist, einfach richtig lösche. Und praktisch das neue Programm, dass ich mir das Bewusstsein einfach, ich bin ja jetzt heute erwachsen, ich kann in so Situationen ganz anders da auf Menschen zugehen, dann auf meine Festplatte aufspielen. Und das ist einfach so, ja, in sich selber reinzuhören und so sensibel für sich selber zu werden. Warum reagieren einfach Menschen im Außen so, wenn ich so bin? Und das hat immer was mit mir selber zu tun. Ein wichtiger Punkt, ja. Was hast du noch für zwei wichtige Tipps für unsere Hörer? Das ist irgendwie von meiner Festplatte gelöscht. Du hast es doch angesprochen, Fehler sind da, um gemacht zu werden. Genau, also das ist jeder, genau, das Fehler macht man ja, um da aus Fehlern zu lernen, weil nur wenn ich Fehler mache, kann ich was für mich lernen und darüber hinaus kann ich halt, nur wenn ich Fehler mache, kann ich auch wachsen. Fehler sind, wie du schon sagtest, dazu da, gemacht zu werden. Und wenn ich aus meinen eigenen Fehlern lerne, bedeutet das, dass ich darüber hinaus Wachstum erlange, Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung und diese Dinge. Ja, wir können letztendlich nur aus Erfahrung lernen, nicht durch Wissen, das wir uns aneignen. Na, Das ist das jetzt, sind Sachen, ne? das kann man einfach nicht erlesen, sondern weil da auch das Gefühl dazu immer gehört. Wie fühle ich mich dann in der Situation? Und dann, wenn halt mir ein Mensch gegenübertritt, der vielleicht dann auch gerade so eine Situation hat, dass ich dann auch dem mit Mitgefühl entgegentreten kann und ihm auch vielleicht den einen oder anderen Tipp geben kann, wie er die Lebenssituation, was er da Positives für sich mitnehmen kann, dass er wachsen kann. Das hat noch einen dritten Punkt angesprochen, den ich auch immer ganz konsequent verfolge, was eben auch schon mit dem gerade angesprochenen zu tun hat. Es ist wichtig, etwas zu tun, nicht darüber zu reden oder es nur zu wissen. Das Ja, kann. dass man halt selber immer in die Handlung kommt, weil viele Menschen sagen, das müsste ich ja mal, das müsste ich ja. Oder das, was ich ja auch hier im Gespräch schon ganz am Anfang gesagt habe, wenn ich kann nicht irgendwie mit dem Finger auf Umweltverschmutzung oder auf Verhalten von anderen Menschen deuten, sondern ich muss bei mir anfangen, ich muss mich ändern. Und dann, wenn ich dann mein Tun und Handeln verändern oder auch einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen, dass ich auch Sachen sehe und das fängt ja schon damit an, wenn ich einfach irgendwo entlanglaufe, sei es in einem Park oder in der Stadt und da liegt halt irgendwie Müll auf der Straße, dass ich mich einfach mal bücke, das Zeug aufhebe und Mülleimer lege. Ja, so Das sind kleine wirklich Dinge, so, ne? das sind so Kleinigkeiten, ich sage Ja. mal, nett, also es gibt ja dann, ich habe das schon beobachtet, dass wenn dann was liegt, dann schmeißt der Nächste da irgendwas dazu. Und das sind so Sachen, dass da komme ich überhaupt nicht klar. Aber da fängt es ja doch schon an, dass ich erst gar nicht irgendwo was hinwerfe oder wenn ich was sehe, dass da was hingeworfen ist, dass ich es aufhebe und entsorge. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Man sieht das ja häufig, ne? Wenn, also ich kann mich dunkel daran erinnern, wo ich früher im Ruhrgebiet gewohnt habe, da war so eine Ecke im Industriegebiet. Irgendwann fing irgendeine an, was da hinzuschmeißen, beim nächsten Mal vorbeifahren, also Müllsack, was auch immer. Oder dann beim nächsten Mal stand ein altes Sofa da und es wurde immer mehr. Ja? Das ist also eine absolute Krankheit, die ich absolut auch nicht nachvollziehen kann. Ja? Wie man seinen Müll einfach in der Natur abladen kann oder in einer Stelle. Statt, sage ich mal, den kurzen Weg zum Entsorger zu fahren. Ne? Das ist einfach manchmal schrecklich, sowas anzusehen. Ja, aber dann auch die Augen nicht zuzumachen, Ja, sondern drauf dann zugehen und aufzutun. es erledigen und als Genau. Vorbildfunktion dann auch zu handeln. Sag mal, das ist jetzt mit dem Müll ist ein plastisches Beispiel, aber das kann ich ja auf alle Lebenssituationen runterbrechen. Wenn ich jetzt sehe, da geht es einem Menschen schlecht, dass ich einfach auf den Menschen auch mal zugehe und sage, kann ich dir helfen? Das stimmt, da hast du recht. Es gibt ja auch anderen Müll, ne, in Anführungsstriche. Ja.
Das ist mal einfach eine Wahrnehmung auch für andere Menschen zu haben und auf die Menschen zuzugehen. Und manchmal sind die einfach nur froh, wenn sie einfach nur allein, dass sie jemand anspricht in dem Moment. Ja, es verlangt aber auch ein Stück weit aufmerksam zu sein, ne? Und auch andere Menschen auch wirklich bewusst wahrzunehmen, ne? Sind wir wieder beim Thema Bewusstheit. Ja, man kann das auch alles gar nicht voneinander trennen, weil das ist ein wachsender Prozess. Sag ich mal, ich habe das in der Vergangenheit, sag ich mal, vor Jahren konnte ich das auch nicht, aber heute tue ich das. Und meine Kinder sagen dann immer: Oh, Mama, du bist so peinlich. Ich sage: Ja, dann lass mich peinlich sein. Ja, aber man tickt ja nicht wie die breite Masse, man dreht sich ja um. Man kann das auch wie so eine Hammelherde sagen. Die Hammelherde läuft in eine Richtung und irgendwann dreht sich ein Schaf um und läuft in die entgegengesetzte Richtung. Und da wird man ja auch mal versucht, wieder von der breiten Masse zurückzuholen. Und so ist das ja dann auch, wenn ich einfach anders da bin wie andere. Ja, es gehört auch ein Stück weit Mut dazu, ne? Ja. Anders zu sein. Ja. Aber letztendlich sind wir, jeder Mensch ist aus meiner Sicht verschieden und Ja. es gilt eben darum, nicht in der Masse zu schwimmen, sondern sich selbst zu leben, ne? Und das bedeutet manchmal auch anders zu sein. Genau. Du hast mir noch so einen schönen Tipp gegeben. Welche ersten Schritte könnte jemand tun? Ist ja für mich immer so eine Frage auch, die ich gerne stelle meinen Interviewpartnern, wenn er in diesen Situationen unterwegs ist. Und du hast so schön gesagt, das Hamsterrad ist eine Sinnestäuschung. Da erzähl uns doch ein bisschen mehr zu. Ja, also ich habe vor einiger Zeit habe ich so ein schönes Bild gesehen gehabt. Also da läuft so ein Manager im Hamsterrad. Und die Sinnestäuschung ist dann, dass das Hamsterrad so als Erfolgsleiter aus der falschen Wahrnehmungsseite wahrgenommen wird. Aber wenn ich halt so in meinem Hamsterrad drinnen bin, dann habe ich ja keine Wahrnehmung mehr für das, was um mich rum ist, für andere Menschen, für andere Lebenssituationen. Und ich vergesse so ein bisschen mein eigenes Ich, meine eigenen Bedürfnisse. Wie oft hört man denn von meistens sind es noch Männer, aber es sind auch sehr viele Frauen, die dann sagen, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt schnell noch dies und schnell noch jenes. Und immer wenn das Wort schnell fällt, das ist mittlerweile für mich ein Wort, das geht überhaupt nicht mehr, weil alles, was ich schnell mache, mache ich total unbewusst. Und das geht, da geht ganz viel, bleibt da auf der Strecke. Und ich, sag mal, wir Frauen, wir kriegen ja immer so ein bisschen, also viele Menschen sagen dann, Frauen sind Multitasking. Sage ich, nee, habe ich irgendwann mal auch gedacht, wir sind nicht multitaskingfähig. Wir können genau auch nur wie der Mann eine Sache vernünftig machen, weil wir sind zwar der Meinung, oder ich war, hat den Fehler auch schon in der Vergangenheit begangen, dass man meint, wir müssen drei Sachen zur gleichen Zeit machen. Nee, weil wir uns dann im Nachhinein bestrafen. Da wissen wir nämlich nicht mehr, habe ich das jetzt wirklich gemacht? Und habe ich dann das auch zu Ende gebracht oder habe ich mittendrin aufgehört, weil ich noch irgendwas parallel gemacht habe und Sachen bewusst zu machen? Ja, und findest du es, habe ich wirklich die Kaffeemaschine ausgeschaltet, ob mir es mal ergangen ist? Ich wusste nicht Genau, mehr, ob habe ich ich die das Haustür Bügeleisen. zugeschlossen, die Waschmaschine ausgeschaltet, den Herd ausgeschaltet. Das sind lauter so Kleinigkeiten. Aber wie oft ist einem das dann schon passiert, dass man dann schon losgefahren ist und ist dann nochmal zurückgefahren, weil man einfach ein ungutes Bauchgefühl hatte? Richtig, Und genau. einfach zu sagen, habe ich alles, an der Haustür nochmal stehen zu bleiben, habe ich alles erledigt, was ich erledigen wollte, und dann loszugehen. Es sind so kleine Hilfen, oder was ich eigentlich ganz toll finde, oftmals nehmen wir uns ja gar keine Zeit mehr zum Essen. Also gerade wenn man im Management unterwegs ist, dann schnell im Vorbeigehen, mal beim Burger oder beim Bäcker irgendwas geholt und da schnell schlack, schlack das reingestopft. Hauptsache man hat das Gefühl, ich habe jetzt was gegessen. Und dass man sich wirklich die Zeit wieder zum Essen nimmt und mit allen Sinnen isst und auch sich vielleicht einfach nur mal an den Tisch setzt und einfach mal die Augen zumacht und einfach nur mal die Speise im Mund mit allen Sinnen wahrnehmen. Wie schmeckt das eigentlich? Was habe ich denn jetzt für ein Gefühl im Mund? Und einfach sich wieder Zeit nimmt für sich. Das sind so kleine Sachen und dann einfach wieder bewusst Sachen zu machen. Oder beim Autofahren, das mache ich oft. Ich fahre auch gern allein Auto, dass ich dann einfach mir die Zeit nehme, beim Autofahren bei mir selber zu sein und mir so einfach die Gedanken zu machen, die ich mir jetzt gerne machen möchte. Kann ich dir auch nur so bestätigen, weil ich habe es früher eben in der Zeit, wo ich als Unternehmer unterwegs war, genauso gemacht, sage ich mal einfach so, ja. Aber seit 5 Jahren gehe ich einen anderen Weg, habe natürlich auch die Achtsamkeit für mich entdeckt. Und für mich ist immer so eine Faustregel, wenn ich schnell, weil ich ja ein Machertyp auch lebe, ja. Ja. Wenn ich schnell unterwegs bin oder Multitasking, kommt sofort bei mir so die Alarmglocke. Wenn du es eilig hast, gehe langsam, ja, und wenn du
anfängst, mehrere Dinge parallel zu machen, dann hör sofort damit auf und mach sie nacheinander. Weil es bringt ja nichts letztendlich. Deswegen bin ich ja nicht schneller fertig. Das ist auch ein Irrtum unserer heutigen Gesellschaft. Ja, das ist, weil man oftmals Sachen dann wirklich unbewusst macht und es kostet einen doppelt Zeit, dass dann auch Fehler, es passieren einfach viele Fehler dann, wenn man zu viele Sachen auf einmal oder wenn man sich unter Druck setzen lässt, weil einfach die Wahrnehmung begrenzt ist in dem Moment. Genau. Hast du vielleicht noch einen Buchtipp für uns, Kirsten? Du hast uns schon so viel erzählt, aber du hast ja, glaube ich, ein eigenes Buch, ne? Ja, ich hatte, also mein eigenes Buch wird jetzt im Januar verlegt. Es hat auch schon eine ISBN-Nummer, die habe ich natürlich jetzt nicht im Kopf. Das Buch, der Buchtitel heißt Ich, du, er, sie, es, wir sind alle eins. Ah, okay, schön. Nee, kann ich ja auf jeden Fall in den Shownotes mit veröffentlichen, mit dem Hinweis, dass Natürlich. es im Januar erscheint. Genau, und ich Solange. werde auch, also das ist auch geplant, ich weiß es nur noch nicht, ob das parallel mit der Buchveröffentlichung dann passiert, dass es dann schon fertig ist. Ich werde auch noch ein Hörbuch zu besprechen. Ah, schön, ja. Weil ich immer mehr merke, dass Menschen halt dann gern mal im Auto irgendwas parallel hören oder Kinder nicht mehr ganz so gerne lesen. Und da habe ich gesagt, ich möchte, dass ich alle Bereiche anspreche und werde selber ein Hörbuch besprechen. Ah, das ist ja schön, weil es gibt ja wirklich auch Menschen, die auditiv veranlagt sind und gar Ja. nicht so viel lesen können, ne, in Anführungsstriche. Oder sich die Zeit nicht nehmen. Aber im Auto nehmen sie sich doch die Zeit. Das habe ich schon öfter gehört, weil ich ja auch Podcasts mache. Höre ich immer wieder so tagsüber und so weiter, schaffe ich das nicht. Aber im Auto nehme ich mir dann gerne für den einen oder anderen Podcast noch die Zeit. Ja. Super schön. Also wir kommen jetzt zum Ende des Interviews. Ich fand es ganz toll, Kirsten, dass du dich bereit erklärt hast und auch ganz spannend die Inhalte, die du vermitteln konntest. Möchtest du noch abschließend etwas sagen? Ich wünsche mir, dass halt immer mehr Menschen mehr in ihr eigenes Bewusstsein reinkommen und lernen halt bewusst ihr Leben wahrzunehmen. Und das absolute Highlight, was ich mir für unsere Gesellschaft wünsche, da werde ich manchmal so ein bisschen schief angeguckt, ich wünsche mir ein absolut neues Geldsystem. Weil von unserem Geldsystem auch, das gibt ein neues Gesellschaftssystem, weil wir dann aus den ganzen negativen Strukturen ausbrechen dürfen. Also ich bin zwar kein Finanzexperte, aber ich glaube auch fest daran, wenn wir dieses Wirtschaftssystem, Geldsystem bei uns nicht hätten, wird sich auch vieles ändern. Weil ich sage immer, entspannt erfolgreiche Unternehmer messen ihren Erfolg nicht an Umsatz, Geld und Gewinne, sondern an reich und glücklich Minuten, die sie verbringen dürfen. Weil das wird Genau. ja auch immer rarer in unserer heutigen Zeit. Ja. Supi, Kirsten, danke noch für den Abschluss. Und dann wünschen wir uns mal alles Gute gemeinsam auch für die Zukunft unserer Welt, dass wir da alle etwas gemeinsam zu beitragen, jeder für sich. Ja. Also nur alles Liebe und Gute. Genau, nur alles Liebe und Gute. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Kirsten, und vielen Dank für das Interview. Gleichfalls alles Liebe und Gute. Tschüss. Bis dann, tschüss. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Gehe jetzt auf irisgynika.com. Dort findest du weitere Infos, Links, Tipps zu dem Podcast und auch weitere kostenfreie Trainings und vieles mehr. Du sehnst dich nach einem Menschen, der dir zuhört, der dir hilft, deinen Weg zu finden, zu mehr Lebensqualität, Zeit für dich, innere Zufriedenheit und Glück. Dann vereinbare ein kostenfreies Gespräch mit mir. Weitere Infos und den Link zur Terminvereinbarung findest du unter www.irisgynika.com. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit dir und wie ich dir helfen kann. Deine Iris.